Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zum Channeling-Kongress 2024. Ich möchte in diesem Beitrag über den inneren Frieden reden, den wir durch Jenseitskontakte erlangen können, wie uns Jenseitskontakte dabei helfen können, in unseren inneren Frieden zu kommen und wie du dich vor allem mehr mit dieser Schwingung, mit dieser Energie verbinden kannst. Mein Name ist Laura, ich arbeite als Medium und als spirituelle Begleiterin und ich habe schon einige Jenseitskontakte durchgeführt, Reisen in frühere Leben, mediale Sitzungen, Channelings und dabei ist mir immer wieder aufgefallen, wie uns die geistige Welt helfen kann, in unseren inneren Frieden zu kommen und gerade eben die Jenseitskontakte. Mittlerweile bilde ich auch Menschen aus, sodass sie eben auch ihre Verbindung zum Jenseits aufbauen können, zur geistigen Welt. Und deshalb möchte ich dir in diesem Beitrag so ein bisschen die Tür öffnen zu den Jenseitskontakten, zu der jenseitigen Welt, zu der geistigen Welt, zu anderen Dimensionen und vor allem darüber sprechen, warum wir dadurch inneren Frieden erlangen können. Und ich spüre, dass die Verstorbenen schon sehr, sehr stark anwesend sind, während ich dieses Video aufnehme. Und ich möchte dich jetzt dazu einladen, auch wirklich mal Kontakt zu einem deiner Verstorbenen aufzunehmen. Ich werde dich dazu anleiten, damit du ein Stück mehr in deinen inneren Frieden finden kannst. Und so lade ich jetzt für alle, die sich dieses Video anschauen, Verstorbenen ein, die Seelen in der geistigen Welt. Und du kannst jetzt auch noch mal ganz bewusst deinen geliebten Verstorbenen, deine geliebte Verstorbene zu dir rufen. Bitte sie darum, jetzt zu dir zu kommen, sich dir zu nähern, in dein Energiefeld zu kommen. Dass du sie vielleicht sogar spüren kannst. Vielleicht nimmst du etwas wahr, vielleicht nimmst du eine körperliche Empfindung wahr. Lass sie ganz in dein Energiefeld eintreten. Und spüre jetzt schon, wie sie diese Energie von innerem Frieden mitbringen. Sie tragen diese Energie sehr, sehr stark in sich. Du kannst die Seele jetzt auch darum bitten, dass sie dir vielleicht sogar ein physisches Zeichen gibt, wenn sie dazu in der Lage ist.